Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Marvel Spider-Man. Hier ist euer Don. Willkommen zurück für eine weitere Folge. Zwar begeben wir uns hier auf ungebetener Gast, das ist eine weitere Mission. Zwar werden wir in dieser Mission als MJ hauptsächlich spielen und ich freue mich schon darauf. Wo bist du, MJ? Mist. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Okay, L2. Und dann mit R1. Das ist doch die brillante Idee, Strohmann. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Okay, das habe ich nicht gesehen, R2. Hausgast. Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Okay. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Weißt du was, ich komme zuerst ein bisschen näher ran. Was zum... Was ist das? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Eigentlich solltest du nicht so laut reden, gute Frau. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Setze Patrouille fort. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird Michaels an den neuen sicheren Ort gebracht. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. Hm.
Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Könnte echt einen Kaffee brauchen. So, hier durch. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Los, los, los. Geschafft. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schickt noch zwei Einheiten. Er hat die einzige Probe. Schon, Angie. Schnell runter mit dir. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Sollte noch ein Foto machen. Perfekt. Muss hier weg. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsart mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Könnte echt einen Kaffee brauchen. Schon wieder? Was ist mit dem Licht los? Zentrale, laut und deutlich. Setze Patrouille fort. Hallo? Los jetzt. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich.
Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Ja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst ihn K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie? Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte. Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Naja. Wirklich, deine Schuld war es ja nicht. Bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Und das war das auch schon wieder für diese Mission.